Seien Sie herzlich willkommen zur vierten Vorlesung Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns an, wie Eliminierungsreaktionen ablaufen, ja, und wie wir Reaktionen an unseren Alkenen durchführen können. Ja. Das heißt, also wir beleuchten die Frage, wie wir Alkene und Alkyne umwandeln können, also wie wir Reaktionen an diesen Pi-Elektronen, die in diesen Molekülen vorhanden sind, durchführen können. Und wir gucken uns noch weitere Reaktionen an Alkanen, an funktionalisierten Alkanen an. Schauen wir uns den Fall eines tertiären Halogenalkans an, wie hier abgebildet. Ja, wir wissen aus der letzten Vorlesung, tertiäre Kohlenstoffe sind für SN2-Mechanismen nicht geeignet. Ja, also man könnte sich vorstellen, dass diese Reaktion jetzt nach dem SN1-Mechanismus ablaufen könnte. Ja, das heißt, wir lösen diese Kohlenstoff-Brom-Sigma-Bindung und machen dann eine Substitution, ja, mit unserem OH-, ja. Aber in diesem Fall kann auch etwas anderes passieren. Ja? In dem Fall ist unser Nukleophil ja eine starke Base. Ja? Hydroxid-Ionen sind eine starke Base. Das heißt, eine starke Base kann ebenso ein Proton abstrahieren. Ja? Das heißt also, wir haben hier ja im Prinzip drei Methylgruppen, an denen jeweils ein Kohlenstoff und drei Wasserstoffe hängen, ja. Und was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass das Hydroxid sich eins dieser Protonen schnappt, ja. Und was wir als Produkte rauskriegen, ist Folgendes: ein Alken, ja. Das Wasser kombiniert, das Hydroxid kombiniert sich mit einem Proton zu Wasser. Und wir haben auch eine Abgangsgruppe wieder, in dem Fall unser Bromid, ja, unser Bromanion. Ja, das heißt also, in diesem Schritt ist die Geschwindigkeit der Reaktion oder die Rate der Reaktion wieder gegeben durch die Konzentration von unserem Substrat. Ja, hier in diesem Fall unser tertiäres Butylbromid und der Konzentration unserer Base. Ja, hier, ja, ich mache ich nochmal die Unterscheidung. In diesem Fall benimmt sich diese Gruppe nicht wie die bisherigen Nukleophile, ja, dass die an einen Kohlenstoff angreifen, sondern als Base. Ja. Das heißt, ich kürze das jetzt einfach mal mit B ab. Und das Ganze multipliziert nochmal mit einer Reaktionskonstante. Das heißt, dieses Verhalten definiert dann auch diesen Reaktionstypus. Ja? Wir haben nichts substituiert, ja, nichts ersetzt, sondern wir haben eliminiert. Ja? Das Ganze ist also eine Eliminierung. Ja, und wir sehen hier aus der Geschwindigkeitsgleichung, wir haben wieder zwei Komponenten, ja, so zweimal die Konzentration da drin, das heißt also auch wieder zur zweiten Ordnung. Ja, und das ist natürlich dann wieder abgekürzt, analog zu den bisherigen Reaktionen, die wir uns angeschaut haben, als E2. Schauen wir uns nochmal im Detail an, was mit den Orbitalen und der Molekülgeometrie hier bei diesem Reaktionstypus eigentlich passiert. Ja? Das heißt, wir schauen uns mal ein bisschen genauer den Mechanismus an, auch hier wieder mittels geschwungener Pfeile. Ja, im ersten Schritt, wie wir schon sagten, greift die Base, ja, also die Elektronen der Base greifen hier dieses Proton an. Ja?
Diese Sigma-Bindung zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff wird aufgebrochen und umgelagert. Das heißt, wir haben diese Bindung wird gebrochen, hier wird eine neue Bindung aufgebaut und wir brechen ebenfalls diese Kohlenstoff-Brom-Sigma-Bindung auf. Ja? Das heißt also auch hier wieder können wir einen Übergangszustand für diese Reaktion zeichnen. Das heißt, wir haben hier unser OH. Und wir bauen eine Bindung zu unserem Wasserstoff auf. Ja, das heißt, hier entsteht eine neue Sigma-Bindung, ja, die uns nachher unser H2O bringt. Wir brechen hier diese Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung auf. Ja, dann haben wir hier noch unsere Methylgruppen, die da mal dranhängen. Und wir bilden hier eine neue Bindung neu, ja, die uns nachher unser Alken gibt. Und wir brechen hier die Bindung zum Brom auf. Ja. Und im letzten Schritt, nachdem wir all das gemacht haben, also hier diese Bindung aufgebrochen, hier eine neue geformt, hier eine neue Pi-Bindung geformt und diese Kohlenstoff-Brom-Bindung aufgebrochen, ja, dann erhalten wir zum Schluss dann machen wir es mal stereochemisch korrekt. Hier unser H2O und ein Brom-. Ja, das heißt, das Wichtige bei dieser Reaktion ist tatsächlich die Stellung dieser Gruppen zueinander. Denn genau hier passiert auch im Übergangszustand ja, das Brechen und das Bilden neuer Bindungen. Das heißt also, diese Gruppen, ja, wo Bindungen gebrochen werden und neue Bindungen aufgebaut werden, müssen, wenn wir das Ganze mal in der Ebene zeichnen, ja, diese Bindungen müssen in einer Ebene liegen, ja, die müssen also koplanar sein. Und sie müssen sich entgegenstehen. Und diese Anordnung der Bindungen bezeichnet man als antiperiplanar. Ja, das heißt also periplanar in der gleichen Ebene, anti, ja, 180 Grad Winkel zueinander. Warum brauchen wir diese antiperiplanare Geometrie? Das Ganze ist bedingt durch die beteiligten ja, Atomorbitale und Hybridorbitale, ja, die hier gebrochen werden, beziehungsweise neue Bindungen entstehen lassen. Ja, das heißt also,
Hier jetzt mal für den allgemeinen Fall. Wir nehmen als Basis ein Y- und wir haben ja eine Abgangsgruppe X mit ein paar Restgruppen hier dran. Ja, das heißt also, stellen wir das Ganze mal dar und berücksichtigen dabei die Orbitale. Ja, das heißt also, am Wasserstoff haben wir unser ein S-Orbital. Dann hier haben wir unser Kohlenstoff, ja, das überlappt dann mit meinem ja, SP3-Hybridorbital hier und macht unsere Sigma-Bindung. Und die Bindung, die wir aufbrechen, ist die zu der Abgangsgruppe X. Ja, das heißt also, das Orbital, wo hier quasi Elektronendichte reingelegt wird, ist mein nicht antibindendes Sigma-Sternchen Molekularorbital. Ich zeichne das hier nochmal in Rot ein, damit Sie es auch besser erkennen können. Ja. Und das ist die Sigma-Bindung hier, die CH-Bindung. Ja, das heißt, wenn ich jetzt mit einem meiner Base hier rankomme, schnappe ich mir hier den Wasserstoff auf, ja, und wir haben dann eine Verschiebung der Elektronendichte hier simultan in dieses parallel liegende Sigma-Sternchen-Molekularorbital, ja, also in diese CX-Bindung. Dadurch natürlich das antibindende Sigma, ja, wenn da Elektronen reingelangen, brechen wir diese Bindung auf. Und wegen dieser parallelen Lage dieser Orbitale, ja, haben wir auch die Möglichkeit, hier eine neue Pi-Bindung entstehen zu lassen. Ja, das heißt also, diese Eliminierung hier findet in einem Schritt statt, ja, eben weil wir diese gute Überlappung hier haben zwischen dem Sigma CH und dem Sigma Sternchen der CX-Bindung. Ja. Wir können mittels der E2-Eliminierung nicht nur an Alkanen eliminieren, sondern auch an Alkenen. Ja. Also hier haben wir zwei Beispiele. Einmal haben wir hier ein Alken mit trans gestellten Restgruppen, ja, und einmal sind diese Restgruppen cis, ja, also auf einer Seite dieses Moleküls. Ja, und diesmal benutzen wir auch wieder eine Base, irgendein Alkoholat oder ein OH-. Und jetzt können wir uns natürlich wieder angucken, ja, was für Protonen können wir hier in diesen Fällen abstrahieren. Ja, das heißt also, im Prinzip haben wir hier jeweils ein Proton zur Verfügung. Das heißt also, im Prinzip könnten wir dieses Proton uns schnappen und dann dementsprechend auch wieder mit geschwungenen Pfeilen hier eine neue Pi-Bindung aufmachen und dieses Chlor hier eliminieren. Ja, jetzt ist die Frage an Sie: Könnten wir dasselbe auch hier machen? Ja, in diesem Fall sehen wir, diese Gruppen stehen nicht antiperiplanar zueinander. Ja, das heißt, die sind zwar coplanar, ja, dieses Alken ist
wie wir in der letzten Vorlesung schon besprochen haben, natürlich planar mit ungefähr 120 Grad Winkel hier zwischen. Das heißt, das Ganze liegt alles in derselben Ebene. Aber diese beiden Gruppen sind eben nicht antiperiplanar zueinander. Ja, das heißt also hier in diesem Fall bekommen wir danach unser Alkin, ja, plus natürlich unsere Base und ein Chlorid. Ja, wohingegen hier diese Reaktion nicht ablaufen wird. Wir haben eben gerade gesehen, dass wir im E2-Mechanismus eine antiperiplanare Ausrichtung der Bindungen haben müssen, die gebrochen werden. Ja, also wir müssen einen antiperiplanaren Übergangszustand bilden und das spielt eine ganz besondere Rolle bei Zykloalkanen. Ja, so hier haben wir ein Zyklohexan mit einer potenziellen Abgangsgruppe Brom und einer Methylgruppe, die trans zueinander stehen. Ja, wenn wir jetzt hier in dieser Sesselkonfiguration mal schauen, ist nicht sofort ersichtlich, welches Proton abstrahiert wird. Ja, denn keiner von diesen CH-Bindungen ist zu dieser CBR-Bindung antiperiplanar ausgerichtet. Ja, jetzt wissen wir aber, dass der Zyklohexanring auch umklappen kann. Ja, das ist zwar energetisch nicht günstig für das System, denn wir verlagern zwei Gruppen, die sterisch relativ anspruchsvoll sind, also eine Methylgruppe, hier äquatorial gelagert, relativ groß, und eine Bromgruppe, auch hier große Elektronendichte, große Elektronegativität. Ja, das heißt also, wenn wir diese beiden Gruppen in axiale Positionen bringen, haben wir natürlich eine gedrängte Konfiguration. Aber dieses Umklappen kann dennoch passieren, ja, zwar nicht präferenziell, aber es passiert. Und dann sehen wir auf einmal, aha, ja, sobald diese Bromgruppe hier axial verortet ist, können wir einen Wasserstoff finden, der dazu antiperiplanar ausgerichtet ist. Und dieser Wasserstoff kann jetzt auch von einer Base abstrahiert werden. Und wir erzeugen hier auch unsere Doppelbindung. Ja? Ähnlich sieht das Ganze aus im Fall einer Cis-Stellung dieser beiden Gruppen zueinander. Auch hier ist nicht sofort ersichtlich, welche Protonen abstrahiert werden können. Wir klappen den Ring wieder um. Ja, da ist energetisch nicht so viel gewonnen. Das heißt, wir verlagern eine Bromgruppe hier von der äquatorialen in die axiale Position. Das ist energetisch ungünstig. Im Gegenzug aber verlagern wir eine Methylgruppe von einer axialen in die äquatoriale Position. Ja, was wieder sterisch besser für das System ist. Und jetzt haben wir die Wahl zwischen zwei verschiedenen Protonen, die antiperiplanar zu der Abgangsgruppe ausgerichtet sind, ja, die wir auch abstrahieren können. Und hier gewinnt im Prinzip die Abstraktion dieses Protons. Ja. Das heißt, diese Bindung klappt um und eliminiert dann unser Brom, denn wir haben hier eine höher substituierte Doppelbindung geschaffen. Ja, das heißt also, die sieht hier in ihrer Umgebung nicht nur den Ring, sondern auch die Methylgruppe zusätzlich. Hätten wir dieses Proton abstrahiert, wäre die Doppelbindung hier also niedriger substituiert. Auch da wieder spielen kinetische Argumente eine Rolle. Ja, das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wie die Ladungsdichteverteilung im Übergangszustand ist. Bei einer höheren Substitution haben wir induktive Effekte der benachbarten Gruppen. Je mehr, desto besser. Das heißt, die höher substituierte Doppelbindung wird hier bevorzugt. Ja? Diese Regeln dafür sehen wir uns auf der nächsten Folie noch mal ein bisschen genauer an. Stehen uns mehrere Protonen zur Abstraktion zur Verfügung,
wird die Sache schon ein bisschen komplizierter, ja, und wir haben eine Regioselektivität bei der Eliminierung. Das heißt, bei unterschiedlichen Basen, ja, oder unterschiedlichen Substraten werden auch unterschiedliche Produkte oder auch Produktgemische zu erwarten sein. Ja, also hier hat unsere Base also die Wahl zwischen terminalen Protonen, ja, das heißt so Protonen in Einserposition an der Kette, oder sekundären, ja, oder tertiären Protonen, falls hier noch eine weitere Methylgruppe dran hinge, ja, das heißt, die weiter in der Kette verbaut sind. Ja. In beiden Fällen geht es darum, diese Gruppe X hier zu eliminieren. Das heißt also, bei einem Angriff auf dieses primäre oder terminale Proton, ja, erzeugen wir die Doppelbindung hier. Das heißt, unsere Base schnappt sich dieses rote Proton hier, diese Bindung klappt in Anführungszeichen um und wir eliminieren unsere Abgangsgruppe. Ja, dann bekommen wir hier natürlich die Doppelbindung in Einserposition. Ja, und unser Proton geht mit unserer Base weg und wir haben hier unsere Abgangsgruppe. Greift die Base ein Proton innerhalb der Kette an, ja, dann entsteht diese Doppelbindung hier innerhalb der Kette, ja, und wir erhalten zwei verschiedene Produkte, die klassisch bezeichnet wurden als, ja, Zaitsev oder Zaitsev, also es gibt verschiedene Schreibweisen. Dies war ein russischer Chemiker, ja, das heißt im Kyrillischen transkribiert, können Sie diesen Namen in verschiedene Versionen lesen, beziehungsweise das Hofmann-Produkt. Ja. Ja, Namen sind Schall und Rauch. Das Wichtige hier ist nicht, dass Sie unbedingt die Namen behalten, sondern verstehen, wie diese beiden Produkte zustande kommen. Ja. Dieses sogenannte Zaitsev-Produkt, ja, erzeugt eine höher substituierte Doppelbindung. Ja, das ist Ganze ist also dann thermodynamisch stabiler. Sie erinnern sich noch, was für einen Übergangszustand wir hier benötigen und was für Faktoren wir zum Beispiel durch einen induktiven Effekt bei Mehrfachsubstituenten erhalten können. Beim Hofmann-Produkt haben wir eine niedriger substituierte Doppelbindung, ja. Das heißt also, die Formung, die Bildung dieses Hofmann-Produkts unterliegt kinetischen Überlegungen, ja. Und die Kinetik hier ist im Prinzip bestimmt dadurch, wie sehr sterisch anspruchsvoll diese Base ist, ja. Das heißt, Sie können sich vorstellen, eine sehr kleine Base kann sich ja auch Protonen innerhalb der Kette relativ leicht schnappen, ja, und zu diesem höher substituierten Doppelbindungen führen. Aber eine sehr große Base, ja, mit sterisch anspruchsvollen Gruppen rund um die Ladung, die wird natürlich präferenziell diese terminalen Protonen abstrahieren. Sehen wir uns das Konzept der Regioselektivität mal in einem konkreten Beispiel an. Hier in diesem Fall haben wir unsere Abgangsgruppe, das Brom oder später als Bromid, an einem hochsubstituierten Kohlenstoff. Ja, wir haben viele verschiedene Wasserstoffe zur Auswahl. Einmal hier an diesem Kohlenstoff oder die terminalen Methylgruppen, an denen auch jeweils drei H-Gruppen hängen. Und wir setzen dieses Molekül jetzt mit verschiedenen Basen um und erhalten dann auch ein Produktgemisch. Ja, einmal die Doppelbindung in Zweierposition, ja, das 2-Methyl-2-Buten, und einmal die Doppelbindung in Einserposition, also das 2-Methyl-1-Buten. Ja. Setzen wir jetzt also eine kleine Base ein, in Form dieses Ethoxids hier. Ja, das ist unser Natrium-Alkoholat, was wir hier als Base einsetzen. Also das Natrium geht als Natrium plus ab und wir erhalten hier unser Ethoxid, was als Base wirkt. Ja, dann haben wir hier eine vergleichsweise kleine Base. Ja, und diese Base kann dann auch
ja, sekundäre Wasserstoffe relativ leicht abstrahieren und wir bekommen eine Selektivität für das Zweierprodukt. Ja, also wir bekommen 69% von dem 2-Methyl-2-Buten und 31% von dem 2-Methyl-1-Buten. Ja, also hier spielt die Kinetik keine besonders große Rolle. Ja, das heißt, dass die Base ist klein und wir wissen auch, dass dass die höher substituierte Doppelbindung eben thermodynamisch stabiler ist. Deswegen bekommen wir auch das Zweierprodukt präferenziell. Setzen wir eine sterisch sehr große, ja, also eine sterisch sehr anspruchsvolle Base ein, wie hier dieses tertiäre Butoxid, dann bekommen wir das Zweierprodukt nur mit 28% Ausbeute, wohingegen das Einserprodukt mit 73% vorliegt. Ja, also hier greift das Argument, dass die sterisch anspruchsvolle Base natürlich präferenziell die leicht zugänglichen terminalen primären Wasserstoffe hier abgreift und wir deswegen dieses thermodynamisch zwei unstabilere, dafür aber kinetisch leichter erzeugbare Produkt selektieren. Ja, analog zur Betrachtung der nukleophilen Substitution zweiter Ordnung und der nukleophilen Substitution erster Ordnung können wir auch eine Eliminierung erster Ordnung formulieren. Ja? Und zwar für den Fall, dass wir keine starke Base zur Verfügung haben, ja, aber eine sehr gute Abgangsgruppe X. In diesem Fall haben wir einen langsamen ersten Schritt, bei dem diese Kohlenstoff-X-Bindung gebrochen wird. Ja, das ist wieder ein langsamer Schritt. Und wir bilden zunächst wieder unser Carbokation-Intermediat. Ja, auch dieses Carbokation-Intermediat ist wieder planar und auch sehr reaktiv. Und jetzt können wir mittels einer schwachen Base zum Beispiel hier ein Wasserstoff abstrahieren und diese Bindung klappt um. Ja, also die Elektronendichte verteilt sich dann wieder auf das Molekül und bildet hier eine neue also eine neue Pi-Bindung. Und in einem schnellen Reaktionsschritt bilden wir dann unser Alken. Ja, und unser BH, also unsere protonierte Base. Ja, das heißt also, wir haben auch gesagt, dieser Schritt wird auch schnell vorangehen, bestimmt also die Reaktionsgeschwindigkeit nicht. Ja, das heißt also auch hier für diesen Reaktionstypus können wir eine Geschwindigkeitsgleichung aufstellen. Also die Rate dieser Reaktion hängt ganz alleine von der Konzentration unseres Alkylhalides ab, ja, also ich formuliere das Ganze hier mal als Rest, ja, Rest X und einer Geschwindigkeitskonstante. Ja, das heißt also auch hier wieder haben wir
aufgrund dieses Reaktionsmechanismus und Reaktionsverhaltens und des Geschwindigkeitsgesetzes hierfür die Definition, dass es sich hierbei handelt um eine Eliminierung und diesmal erster Ordnung. Ja, oder E1. Ja, was gibt es bei dieser Reaktion zu bedenken? Wir haben eben gerade schon gesagt, dass die Geschwindigkeit dieser Reaktion alleine von der Konzentration des Substrats abhängt. Ja, das heißt also, die Konzentration der Base ist hier für diese Reaktionsgeschwindigkeit nicht ausschlaggebend. Ja, das heißt also im Gegenzug auch, ja, dieser Reaktionsmechanismus E1 also braucht keine starke Base. Ja, wenn eine starke Base doch zum Einsatz käme, ja, das heißt, es ist zum Beispiel ein Hydroxid oder ein Alkoholat, dann ist es eher wahrscheinlich, dass die Reaktion via eines E2-Mechanismus abläuft. Ja, also bei einer starken Base ist E2 wahrscheinlicher. Dieselben Überlegungen, ja, die wir angestellt haben zu der Reaktionsgeschwindigkeit für die nukleophile Substitution 1, ja, treffen auch hierbei zu. Ja, das heißt also, eine gute Abgangsgruppe wird natürlich die Reaktion beschleunigen, ja, weil sie diesen Schritt hier, diesen langsamen Schritt dieser Brechung der Kohlenstoff-X-Sigma-Bindung vereinfacht. Ja, auch alle anderen Überlegungen, die wir soweit angestellt haben, zur Stabilität des Carbokation, ja, greifen auch hier wieder. Ja. Das heißt, wenn wir dieses Intermediat des Carbokations stabilisieren, machen wir auch wieder die Reaktion schneller, eben weil wir die Aktivierungsenergie verringern. So, jetzt können wir das Gelernte auf eine etwas kompliziertere Reaktion mal übertragen. Ja. Also hier haben wir die Reaktion von 2,3-Dimethylbutan-2-Ol oder 2,3-Dimethyl-2-Butanol. Ja, das heißt also, wir haben hier jeweils unsere Methylgruppen und wir haben in Zweierposition an dieser Kette, an dieser Butankette, eine Alkoholgruppe, eine OH-Gruppe. Und wir haben hier noch ein Proton. Ja, und dieses Molekül lassen wir jetzt in Anwesenheit von Säure durchreagieren. Ja? Das heißt, wir fangen hier oben mal an. Ja, in einem ersten Schritt können die freien Elektronenpaare an diesem Sauerstoff sich hier ein Proton, ja, aus der sauren Lösung schnappen.
Ja, und jetzt haben wir diese OH-Gruppe in eine sehr gute Abgangsgruppe umgewandelt. Ja, denn wir können diese Bindung jetzt, diese CO-Bindung, die normalerweise auch sehr stark ist, auch kappen, ja, und ein Wasser eliminieren. Ja, das heißt, wir erzeugen in einem ersten Schritt hier unser Carbokation. Und jetzt können zwei Dinge passieren. Ja, wir können entweder ein Proton abstrahieren, ja, zum Beispiel, ja, eine schwache Base reicht hier schon aus, also zum Beispiel das Wasser könnte das tun, oder ein weiterer Alkohol könnte sich dieses Proton hier schnappen. Das heißt, wir brechen auch hier diese CH-Bindung auf und formen eine neue Doppelbindung hier innerhalb des Moleküls und wir erhalten dann unser En-Produkt. Ja? Und das wäre hier die klassische E1. Allerdings haben wir auch noch eine zweite Option. Ja, wir haben ja in der Lösung große Mengen von unserem Ethanol immer noch da. Und dieser Ethanol hat natürlich hier am Sauerstoff ein freies Elektronenpaar, kann sich also nukleophil verhalten. Und in dem Fall bekommen wir einen Angriff dieses freien Elektronenpaars am Carbokation. Ja, wir eliminieren ein Proton, ja, nämlich das, was hier dran hängt, und wir erhalten stattdessen ein Ether-Produkt. Ja, also hier ein Rest, Sauerstoff, Rest, Bindung. Das ist hier unsere Ether-Gruppe. Ja, und das wäre eine klassische nukleophile Substitution erster Ordnung. Ja, jetzt können wir natürlich also diese beiden Produkte selektieren, indem wir eine Temperatur rumschrauben. Ja, das heißt also bei niedrigerer Temperatur selektieren wir für die nukleophile Substitution. Bei höherer Temperatur ermöglichen wir diesen Abgang relativ schnell. Ja? Das heißt also, wir befördern ebenso die Eliminierung erster Ordnung und unser En-Produkt. So, jetzt können wir an dieser Doppelbindung unserer Alkene auch Chemie machen. Hier in diesem Fall nehmen wir uns unser Ethen, ja, oder Ethylen auch genannt, und reagieren das durch mit Bromgas zu 1,2-Dibromoethan. Ja, wie kommt so etwas zustande? Ja, unsere Alkene haben hier auch sehr viel Energie, sehr viel Elektronendichte, ja, wegen dieser Pi-Bindung. Und können deswegen auch mit elektrophilen Partnern reagieren. Ja? Und das wäre in diesem Fall unser Brom. Schauen wir uns das Ganze mal von der Orbitalseite an. Ja? Also Sie erinnern sich, bei unseren Alkenen haben wir ein befülltes Pi-Orbital, ja, was oberhalb und unterhalb dieses Sigma-CH-Gerüstes steht. Ja, das heißt also, wir haben hier ein befülltes Pi-Orbital, und auf der Gegenseite bei unserem Bromgasmolekül haben wir hier zwischen beiden eine Sigma-Bindung. Ja, das heißt also, das leere Molekularorbital wäre in diesem Fall
unser Sigma-Sternchen mal wieder. Ja? Also das antibindende Sigma-Sternchen-Orbital. Das heißt also, diese beiden Orbitale können jetzt auch miteinander interagieren. Ja? Und das heißt, wir müssen auch hier wieder die beste Überlappung dieser Orbitale wählen. Das tun wir, indem wir dieses befüllte Pi-Orbital quasi so ausrichten, beziehungsweise dieses Brom von hier aus mit dem befüllten Pi-Orbital interagiert. Ja, das heißt also, wir trennen diese Brom-Brom-Sigma-Bindung auf. Und wir erhalten ein Bromonium-Ion. Ja, und unser Bromid. Anders ausgedrückt, also in einem Schritt mit unseren geschwungenen Pfeilen passiert also Folgendes. Ja, wir fangen wieder mit unseren geschwungenen Pfeilen bei Elektronendichte an. Das heißt also, die Elektronendichte aus unserem Pi-Orbital reagiert durch eines dieser Kohlenstoffe am Ethen mit dem leeren Sigma-Sternchen-Orbital dieses Broms. Ja, gleichzeitig kappen wir nicht nur diese Sigma-Brom-Brom-Bindung, sondern auch haben wir einen Angriff des freien Elektronenpaars oder eines der freien Elektronenpaare am Broms an das gegenüberliegende Kohlenstoff. Ja? Das heißt, wir machen in einem Schritt unser Bromonium-Ion und wir haben ebenfalls Bromid jetzt mit in der Reaktion. Ja, und dieses Bromid hat natürlich jetzt eine negative Ladung und diese negative Ladung sitzt in unserem N-Orbital. Ja, das heißt, das können wir so ein bisschen darstellen, ja, so. Und davon können wir jetzt einen Angriff starten, und zwar hier, genau von dieser Richtung aus. Und zwar haben wir jetzt hier, also wir brechen dann diese Kohlenstoff-Brom-Bindung auf. Das heißt, wir verlagern Elektronendichte aus dem N-Orbital, also aus dem N-Orbital dieses Bromids, in das Sigma-Sternchen-Orbital dieser Kohlenstoff-Brom-Bindung. Das heißt also, wenn hier Elektronendichte aus dem Brominus in das Sigma-Sternchen, ja, das zeichne ich nochmal ein, dieser Kohlenstoff-Brom-Bindung gelangt, dann bricht diese Kohlenstoff-Brom-Bindung natürlich auf
und wir erhalten unser Produkt. Ja, sind die beiden Moleküle jetzt identisch? Ja, klar, denn jetzt haben wir hier eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einfachbindung. Das heißt, wir haben Freirotation um diese Einfachbindung. Ja, das heißt, wir können diese beiden Formen dieser Moleküle ineinander überführen. Das heißt, die beiden sind auch identisch. Das Ganze ist dann unsere elektrophile Addition. Ja? Ja, oder auch um in der Nomenklatur der nukleophilen Substitution zu arbeiten, haben wir hier eine Addition, die elektrophil abläuft. Oder AE abgekürzt. Bei der Addition von Brom an längerkettige Alkene funktioniert diese Reaktion analog. Allerdings müssen wir uns diesmal Gedanken darüber machen, wo diese Restgruppen, zum Beispiel R1 und R2, zueinander positioniert sind. Ja, also hier in diesem Fall sind die trans zueinander. Das heißt, bei einer elektrophilen Addition erzeugen wir zuerst unser Bromonium-Ion. Ja, das heißt also, die p-Elektronen hier machen einen Angriff über eines der Kohlenstoffe an unser Brom, an dieses leere Sigma-Sternchen-Orbital dieser Brom-Brom-Bindung. Simultan dazu findet ein Angriff der freien Elektronen des Broms an dem jeweils anderen Kohlenstoff statt und wir lösen diese Sigma-Brom-Brom-Bindung auf. Ja, das heißt also, wir haben hier unser Zwischenprodukt, unser Intermediat, das Bromonium-Kation. Und jetzt spielt es tatsächlich eine Rolle, an welchem dieser beiden Kohlenstoffe in diesem Dreierring das Bromid, also das Brom-Anion, angreift. Ja, also wir können hier links angreifen, dort wo die R1-Gruppe verortet ist, oder rechts angreifen, wo die R2-Gruppe ist. Das heißt, schauen wir uns mal den Fall hier in Rot beim Angriff auf dieses Kohlenstoff mal etwas genauer an. Ja, das heißt, im Übergangszustand bilden wir hier eine Brom-Kohlenstoff-Bindung aus und lösen diese Kohlenstoff-Brom-Bindung auf. Ja? Dabei rutscht das Brom näher an den Kohlenstoff heran und diese beiden Gruppen klappen um, ja? Aber bei Erhaltung ihrer jeweiligen Position. Das heißt, das R1 ist hier im Übergangszustand hinten, der Wasserstoff ist vorne und auch beim Endprodukt behalten sie diese Konfiguration bei. Analog dazu, wenn der Angriff an dem Kohlenstoff stattfindet, an dem die R2-Gruppe hängt, dann bekommen wir im Übergangszustand ebenfalls, ja, analog zu dem vorigen Fall, wir bilden eine neue Brom-Kohlenstoff-Bindung aus und brechen diese Kohlenstoff-Brom-Bindung auf. Ja, auch hier die R2-Gruppe zeigt zu uns, der Wasserstoff zeigt in die Zeichenebene, ja. Das heißt, die beiden klappen um sterische Hinderung zu minimieren und wir erhalten dann dieses Produkt. Ja? Das heißt also, Stereoinformationen des Alkens, nämlich diese Trans-Konfiguration, bleibt bei dieser elektrophilen Addition von Brom an die Doppelbindung erhalten. Ja? Und das liegt daran, dass wir im Intermediat keine Racemisierung haben. Ja? Das heißt also, dieser Dreiring, um diesen Dreiring findet keine Rotation statt. Deswegen behalten wir auch diese Informationen aus dem Alken in dem Intermediat bei. Wir können dann eine Doppelbindung nicht nur Brom anlagern, sondern auch anorganische Säuren. Ja, also hier in diesem Fall haben wir hier unser Alken, ja, und wir haben eine anorganische Säure, ein HX. Ja, X kann dabei ja, Chlor, Brom,
und so weiter sein. Ja, das heißt, wir können mit Salzsäure, mit Schwefelsäure oder was auch immer arbeiten. Zu beachten ist natürlich diesmal auch wieder die Rolle der Substituenten. Ja, das heißt also, hier haben wir eine terminale Doppelbindung. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, ein Proton, also diese Doppelbindung zu protonieren. Ja? Das heißt, wir können zum Beispiel jetzt einen Angriff dieser Pi-Elektronenwolke über das terminale Kohlenstoffatom vornehmen. Ja, und hier unser Proton abgreifen. In dem Fall erzeugen wir hier unser Kation an diesem Kohlenstoff. Und an diesem Ende haben wir dann drei Wasserstoffe insgesamt. Ja, durch den induktiven Effekt, ja, dieses Rests, ja, und durch die sterische Abschirmung, je nachdem, wie groß dieser Rest nun jetzt ist, ja, wird diese positive Ladung in diesem Zwischenzustand, ja, in diesem Intermediat besonders gut stabilisiert. Ja? Das heißt also, das hier ist auch unser stabiles Kation. Und jetzt kann natürlich unser X minus, ja, Moment, ich hab hier noch den Wasserstoff ausgelassen. Den malen wir hier noch dran. Ja, das ist natürlich wieder unser planares Carbokation. Das heißt, jetzt kann unser X minus dann dementsprechend hier angreifen. Und wir erzeugen hier dann dementsprechend unser Produkt. Die Protonierung könnte natürlich auch theoretisch über das zweite Kohlenstoffatom erfolgen. So rum. Ja, in diesem Fall würden wir das Carbokation nicht hier erzeugen, also an der höher substituierten, an dem höher substituierten Kohlenstoff, sondern am terminalen Kohlenstoff. Ja, und das wissen Sie ja jetzt schon bereits aus unseren Überlegungen zu den Eliminierungs- und Substitutionsmechanismen. Ja, so ein terminales Kation ist nicht stabil. Ja, das heißt also im Vergleich zu diesem höher substituierten Carbokation, was von Abschirmung, sterischer Abschirmung und von induktiven Effekten profitiert, ist das hier das weniger bevorzugte Intermediat. Ja, das heißt also, eine weitere Reaktion hier passiert nicht. Ja, dieses Carbokation ist viel zu reaktiv. Ja, das heißt, eine elektrophile Addition auf diese Art und Weise würden wir nicht beobachten.
Dieses Produkt hier auf der rechten Seite, ja, das bezeichnen wir auch als das Markovnikov-Produkt. Ja, denn die Regel lautet, dass die elektrophile Addition von Protonensäuren an solchen unsymmetrisch substituierten Alkenen stets an dem Atom, an dem Kohlenstoff stattfindet, dass das wasserstoffreichste ist, ja, dieser Doppelbindung. Und diese Regel haben Sie auf der Folie aufgetragen. Zum Abschluss noch ein paar wichtige Alkene, ja, sowohl im Labor als auch in der Natur. Da haben wir das Ethen oder das Ethylen, ja, das Styren oder auch genannt Styrol. Ja, da haben Sie hier eine aromatische Phenylgruppe hier direkt an dieser Doppelbindung. Das Propen oder das Propylen und auch das Butadien, ja, also mit zwei Doppelbindungen. Ja, all diese Stoffe werden zur Herstellung von Kunststoffen benötigt. Also sobald wir diese Einheiten polymerisieren, erhalten wir dann das Polyethylen aus dem Ethylen, das Polystyrol aus dem Styrol, das Polypropylen aus dem Propylen und BUNA, also synthetischen Gummi aus dem Butadien. Ja, dann haben wir hier noch ungesättigte Fettsäuren. Ja, da sind Bestandteile von pflanzlichen und tierischen Fetten. Dann haben Sie hier nochmal zwei zyklische Alkene. Ja, einmal mit einer Doppelbindung innerhalb des Rings und einmal außerhalb. Das ist das Alpha und das Beta-Pinen. Ja, das kommt zum Beispiel in Fichtennadeln vor, in Dill, Fenchel, Koriander und so weiter. Ja, das heißt, das ist dieser aromatische Stoff, der diesen natürlichen Produkten diesen charakteristischen Geruch gibt. Das gleiche auch für das Limonen, das Sie in Zitronen und anderen Zitrusfrüchten haben. Dann noch ein paar längerkettige Alkene. Hier oben haben wir das Beta-Carotin. Ja, das ist eine wichtige Vorstufe von Vitamin A in Lebensmitteln. Ja, das wird also auch als Provitamin A bezeichnet. Ja, und das sehen Sie auch gleich darunter. Das ist das Retinol. Ja, das ist Vitamin A1, ein fettlösliches, essentielles Vitamin. Ja, das ist essentiell deswegen, ja, Tiere und Menschen sind nicht in der Lage, dieses Vitamin selbst von Neuem zu synthetisieren. Ja, das heißt, die Bedarfsabdeckung erfolgt hier aus der Nahrungsaufnahme. Dann haben Sie hier daneben auch einen wichtigen Naturstoff, Cholesterol oder auch Cholesterin. Bei uns Menschen ist dieses Molekül in der Gallenflüssigkeit vorhanden, wird aber auch in der Leber produziert und dann auch in Gehirn, Nerven und Blut eingelagert und verbaut. Ja, dann haben wir hier nochmal Retinal. Ja, das ist ein, Sie sehen hier den Bezug zwischen Retinol und Retinal. Ja, der Name suggeriert schon, da ist was passiert an dem Alkohol, von einem Ol zu einem Al. Das ist also ein Aldehyd des Vitamin A. Ja, und das ist, dieses Retinal ist dann auch der Farbträger, also sogenannter Chromophor vieler lichtempfindlicher Proteine im Auge. Ja, und hier unten sehen Sie das Squalen. Ja, das ist natürlich nicht so linear, wie hier aufgezeichnet, das faltet. Ja, und wird dann, weil wir natürlich hier auch um diese CC-Einfachbindung, das ist immer so alternieren, Doppelbindung, Einfachbindung, dann wieder Doppelbindung, Einfachbindung. Das heißt, Sie haben da eine gewisse Flexibilität, die dann zu solchen gefalteten
Strukturen führt. Und Squalen ist ein wesentlicher Bestandteil der Hautlipide, ja, und kommt auch im menschlichen Blutserum vor. So, dies bringt uns auch zum Ende dieser Vorlesung. Wie geht es also weiter? Sie haben schon eben an den Beispielen einiger wichtiger Alkene gesehen. Wir können aus diesen Alkenen, ja, diese Doppelbindungen nutzen, um die einzelnen Alkene zu polymerisieren. Das heißt, wir schauen uns im weiteren Verlauf Polymerisationsreaktionen ein bisschen genauer an. Wir haben auch ein Beispiel der Naturfarbstoffe, ja, gesehen, dass Doppelbindungen, wenn sie in Reihe geschaltet sind, zu etwas in der Lage sind, nämlich zur Konjugation. Das heißt also, wie Konjugation zustande kommt und wie die mit den Pi-Elektronensystemen dieser Moleküle zusammenhängt, schauen wir uns auch im weiteren Verlauf an. In diesem Sinne beleuchten wir auch das Konzept der Mesomerie und der Aromatizität, also der Umstellung von pi-aromatischen Systemen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.